guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturclubs mit Büchern. Die bringen uns zu Fragen zwischen Leben und Tod. Die bringen uns nach Indien und Afrika. Sie bringen uns sogar in die Schweiz. In deutschen Sprachen sind sie geschrieben und in anderen. Und heute diskutieren wir mit Ihnen, mit Les Bleus auf dem einen Flügel. Und zwar Corinna Kaduff und dem Fußball nicht ungeneigten Noah Peter Hamm. Und ganz besonders freue ich mich, in dieser Sendung Uwe Timm begrüßen zu dürfen. Den Autor Uwe Timm, den wir vor einiger Zeit hier mit seinem letzten Buch gefeiert haben. Und wir mochten es alle. Das kommt selten vor. Das sollte Ihnen zu denken geben. Und uns heute mit einem Buch Vorschlag begegnet, über den wir uns alle gefreut haben. Und mir fällt bei dem Autor Trojanow, der dieses Buch geschrieben hat, Herr Timm, fiel mir ein Satz aus einem Interview ein, der ein bisschen verwirrend klingt. Und zwar sagt er, er glaube, dass die deutsche Literatur, die deutschsprachige, sich erst verbessert habe im Augenblick, als sie sich von der Theorielast Adornos befreit habe. Ich sehe Sie eher im Umfeld von Adorno und ich weiß nicht, ob diese Unvereinbarkeit Ihnen auch so erscheint. Nein, also ich habe natürlich Adorno gelesen und zwar fleißig gelesen und ich denke, man muss sich von Adorno jetzt nicht so weit bringen lassen, dass man nur noch Cage oder Judd oder eben Beckett, also das Schweigen oder Warten auf Godot nachschreiben will. Also ich denke, es hat immer eine Tradition des Erzählens gegeben, auch der Weltzugewandtheit. Aber man kann auch konstatieren, dass das bei jüngeren Autoren in den letzten Jahren stark zugenommen hat, was ich gut finde. Und ich fand auch gut diesen Satz von Adorno, Trojanow, Adorno interessiere ihn nicht. Ich meine, das ist auch eine Haltung also von jungen Leuten, die sich damit erstmal das vom Leibe schieben. Also wir haben natürlich intensiv uns mit Adorno auseinandergesetzt, auch mit seiner Theorie, also dass man nicht mehr erzählen könne. Ist es ein Verdikt gegen das engagierte Schreiben? Nein, das würde ich nicht sagen. Also was Adorno gesagt hat, da ist ja was sehr Überlegenswertes dran. Also zumal nach der Tradition des Nazireichs, wo ja erzählt wurde in so einer ganz naiven Form und auch des sozialistischen Realismus, war zumindest notwendig eine Überlegung zu einem Erzählen, das auch viel stärker reflektierend vorgeht und nicht mehr naiv eins zu eins erzählt. Und das ist sicherlich durch diese ganze Diskussion mit Adorno also einmal in Frage gestellt worden und man hat daraus vielleicht auch etwas entwickeln können. Also ich hoffe das jedenfalls für mich, dass ein Erzählen immer auch verbunden ist mit kognitiven Fähigkeiten, also auch mit der Reflexion. Sie haben das in dem Buch Der Freund und der Fremde über Benno Ohnesorg gemacht, indem Sie eigentlich weniger versucht haben, uns ein Bild von Ohnesorg zu geben, als vielmehr den Akt des Identifizierens dieses Mannes, Benno Ohnesorg, in den Vordergrund gestellt haben. Richtig? Ja, es ist der Versuch so einer Selbstfindung, auch von meiner Seite aus, nicht, die ja immer so läuft, dass man auch nach außen, also die Freunde, die Bekannten, also mitreflektiert. Und der Ohnesorg war für mich sehr wichtig und es ist zugleich auch der Versuch, so etwas wie eine Stimmung aus der damaligen Zeit, die bestimmt war vom Existenzialismus, bevor es dann in das Engagement der 68er, des 68er Aufbruchs kam. Also das zu beschreiben, was war für mich wichtig und für den Benno Ohnesorg damals auch der Existenzialismus, also die ganze Diskussion über Sartre, Camus. Und das Schreiben geht eben mit einer Montagetechnik vor. Mhm. Nicht? Also die einzelnen Segmente regelrecht montiert. Es ist kein chronologisches Erzählen in diesem Buch. Es ist der Versuch, also auch eine Form, eine Struktur zu finden, die dem Erinnern gerecht wird. Nicht? Und dieses Problem etwa, das sich erstellt, dass eine Selbstdeutung, die ja für Literatur wichtig ist, nicht? Also auch für Philosophie natürlich und für viele Wissenschaften, die Selbstdeutung immer auch ausgerichtet ist in einem Moment der Sprache, des Erzählens, auch wenn es solipsistisch ist, nicht für jeden Einzelnen, wenn er für sich nur redet, gehört das Erzählen dazu. Und es ist zugleich Erinnern, nicht? Und damit auch ein Moment der Geschichte, die eine Rolle spielt. Was sie mit Trojanow verbindet, ist auch die Art der Interpretation afrikanischer Geschichte, die Sie in Morenga vorgenommen haben und die er in diesem Der Weltensammler vornimmt. Haben Sie Affinitäten zwischen sich und dieser Form, sich Afrika zu nähern, gefunden?
Also ich fand das sehr interessant und deshalb habe ich auch das Buch vorgeschlagen, weil ich es besonders gelungen finde, weil ein neues Moment dazu kommt. Als ich Morenga geschrieben habe, habe ich nicht gewagt, in das Bewusstsein von Afrikanern reinzukommen, also aus einer Innenperspektive herauszuschreiben. Das wäre mir wie eine Kolonisation, eine nachträgliche vorgekommen damals. Deshalb finde ich das besonders mutig, dass der Trojanow das macht, versucht und wie ich finde, dass es auch gelungen ist. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Also ich habe mir das verweigert, das ist also von außen beschrieben, ich habe mit Dokumenten, mit verschiedenen Sprachansätzen in diesem Morenga gearbeitet, aber ich bin nie in das Bewusstsein oder in die Person Morengas oder eines des Aufständigen oder eines des Afrikaner hineingegangen. Er macht das und ich denke, er hat auch eine, das ist legitim, also es ist eben bei ihm eine andere Situation. Er ist tatsächlich jemand, der so transkulturell aufgewachsen ist, nicht aus Bulgarien gekommen ist. Stellen Sie also, das Buch vor. Ja, also ich bin ja schon fast mittendrin. Also kommt aus Bulgarien, ist mit den Eltern emigriert, war in Italien, hat dann lange als junger Mann, als Kind in Kenia gelebt, ist nach Deutschland gekommen. Und ich will sagen, also dieses Buch, Der Weltensammler, bezieht sich auf eine reale Figur, auf Richard Francis Burton, ein Reisender im 19. Jahrhundert. Der hat von 1820 bis 1891 gelebt, ein Engländer. In dem 19. Jahrhundert gab es viele Reisende, auch die Deutschen hatten Reisende und die waren meist eher unangenehme Reisende, also Karl Peters beispielsweise oder Nachtigall oder Wissmann. Das waren zumeist Reisende, die in dieses Terra Incognita hineingingen, aber immer mit der Absicht, es auch imperial zu besetzen, also regelrecht zu besetzen, Verträge abzuschließen, tendenziell Kolonien aufzubauen. Dieser Burton war nun ein ganz anderer Mann, ein Mann, der sich für die Kulturen, für die Menschen, für die Völker interessierte und der phänomenal sprachbegabt war. Und jetzt zu diesem Buch. Also ich finde es deshalb so erstaunlich, weil es erstens also sich auszeichnet, dass dieser Trojanow immens gearbeitet hat. Ich finde es also lobenswert, dass sich Autoren auch Stoffe erarbeiten, dass sie sich hineinbegeben in solche Stoffe und über Jahre daran arbeiten und damit natürlich auch über sich auch arbeiten. Das ist ja nicht irgendetwas, was er da betreibt. Dieses Buch erzählt den Aufenthalt in Indien, in dem damaligen Britisch-Indien, was noch Pakistan und Indien umfasste, Arabien und Afrika. Es ist also eine immense Arbeit, die da drin steckt, wie man merkt, wie genau beschrieben bestimmte Lebensweisen, bestimmte religiöse Formen, bestimmte auch bis in die Sprache hinein. Das ist also erstmal sehr hervorzuheben. Das Zweite ist, das alles könnte auch gelten für ein Sachbuch. Das ist es aber nicht. Es ist ein Roman. Ich finde es ganz erstaunlich, wie er das sprachlich aufgearbeitet hat und wie er strukturell mit dieser riesigen Stoffmasse umgegangen ist. Es ist also dreigeteilt. Indien, verkürzt gesagt Indien, Arabien, Afrika. Es beginnt mit einer auktorialen Erzählstruktur, die sich auch ganz durchzieht, also den Burton, diesen Reisenden im Auge hat. Und das wird immer wieder durchbrochen durch andere Erzähler oder durch andere Berichte. Und das ist das Fantastische daran, dass er auch in unterschiedlichen Sprechakten sich dem nähert. Also das erste ist der Diener von Burton, der längst entlassen, aber eine gute Beurteilung haben muss und zu einem indischen Schreiber geht und ihm die Geschichte von Burton erzählt, sodass das also immer noch mal gespiegelt wird, diese Figur des Europäers, der da also mit einer enormen Zähigkeit alle möglichen Sprachen gelernt hat und sich da in dieses Land hineinbegeben hat, Indien. Dieser Schreiber, der das aufschreibt, der macht aber wieder Vorschläge. Also es ist noch mal reflektiert. Es ist das eigentlich in einer unaufdringlichen Weise, was man ja so schätzt, etwas Selbstreferenzielles, aber ganz unaufdringlich aus dem Inhalt herauskommt. Das Zweite ist Arabien, also der Burton war in Mekka, verbotene Stadt damals, hatte sich da nicht nur verkleidet, sondern man kann sagen, er ist zum Islam übergetreten, hat sich beschneiden lassen, ist ein Bericht aus, ja, eine Verhörsituation, die da geführt wird von einem türkischen Gouverneur und den Beisitzern. Und da werden auch die Begleiter von Burton
verhört und man fragt, wie kann es sein, dass ein Ungläubiger in der Lage ist, diese ganzen Menschen zu täuschen. Also das ist eine ganz andere Situation des Verhörs. Und schließlich das letzte Teil, das ist die Reise nach Afrika, wo Burton versuchte, die Nilquellen, also mit Speke, zu finden und den Tanganyika-See gefunden hat. Und ich finde das wirklich glänzend gemacht, wie er das aus der Perspektive eines afrikanischen Karawanenführers erzählen lässt, der auch noch alt ist und immer noch korrigiert wird, auch von seiner Frau. Also das ist wirklich eine wirklich schöne Form, auch in der Sprache, in der bildhaften Sprache. Und das Letzte, also um das hervorzuheben, ich finde es erstaunlich, dass so ein doch, wenn ich darf es sagen, junger Autor über so viel Humor und über so viel Witz verfügt, was man nun wirklich der deutschen Literatur nicht so nachsagen kann. Da sind wunderschöne Stellen drin. Also man lese nur nach die Situation, wenn diese Karawane, nachdem die also durch eine Hölle der Hitze, der Moskitos gelaufen ist, in einen Regenguss kommt und alles wird weggeschwemmt von dem Strom. Und ihm fällt ein, dass ja auch diese Tagebücher, die er geführt hat, und die sein Ein und Alles sind, mit wegschwimmen. Und er sieht einen Affen, der gerade diesen Sack, der ein Wachstuchsack, der diese Tagebücher geschützt hat, aufmacht und durchsucht. Und mit einem Urwaldschrei hält er diesen Affen ab, aber der nächste Affe ist dann schon da. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, diese Tagebücher sind dann auch noch vom Wasser zersetzt und es wird darüber wieder reflektiert, über Erinnern, weil er sagt, also ein Drittel der Tagebücher der Schrift ist verwischt. Und ich finde, solche Details sind einfach glänzend gemacht. Es ist Corinna. Ein hinreißender Roman. Er ist hinreißend, er ist ein Schatz. Und das Schöne daran ist, dass dieses Buch auch Wege öffnet auf andere Bücher, die auch Schätze sind. Also sie bringen uns eigentlich eine richtige Schatzkammer mit. Und ich glaube, dass Troiano 4 in dem Burton wirklich auch ein alter Ego gefunden hat. Also das ist ein unglaubliches Duo, dieses Gespann, die zwei. Und vielleicht muss man noch etwas hinzufügen von der Verfertigung her. Troiano hat ja die Reisen von Burton nachgereist. Er hat wie Burton einige Jahre in Indien gelebt. Er hat wie Burton die Hatsch gemacht, die Pilgerfahrt von Mekka nach Mekka um Medina. Er hat wie Burton den Fußmarsch gemacht von der Landesküste in Tansania ins Innere. Das ist ja verrückt. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist auch einfach eine Hingabe an ein Projekt. Also ich finde, es ist so toll. Und was ich glaube, was mich am Grunde so zum Fan macht dieses Autors, das ist einfach die Art und Weise, Sie haben es ja auch schon genannt, wie er mit dem Fremden umgeht. Das ist ja absolut zentral. Und ich würde gerne das zeigen an einem ganz kleinen Detail, das aber, glaube ich, von mir aus gesehen fürs Große spricht. Dieser Burton, es heißt auch einmal irgendwo im Roman, er hat eine Obsession fürs Verkleiden. Das heißt, überall, wo er hinkommt, im Orient, in Afrika, in Indien, er kleidet sich sofort wie die Einheimischen. Da habe ich mir gedacht, das ist ja irgendwie auch sonderbar. Was ist das eigentlich? Und ich meine, das ist eine Methode der Forschung. Es ist eine Methode, das andere am eigenen Leib zu erkunden. Und er macht auch vor der Gebärde nicht halt. Er übt richtig, wie die Inder mit dem Kopf wackeln. Er übt, wie die Indern sich die Nägel schneiden. Er will das auch so machen. Also er erkundet das eigene am eigenen Leib. Das heißt, am Leib gibt es eine Vermischung vom eigenen und vom anderen. Das ist sozusagen Hybridität pur. Und wenn wir jetzt mal daran denken, dass das alles Stoff ist aus dem 19. Jahrhundert. Also dieser Burton hat sozusagen wirklich ein hybrides Leben gelebt. Und diese Hybridität wird ja in dem Roman, also diese Mischform, die wird total durchgezogen. Auch vom Erzählen her, weil ja polyperspektivisch erzählt wird, von diesen verschiedenen Stationen her, was nie auftaucht und was ich großartig finde, das ist die Frage, was ist das Fremde? Was ist der Islam? Was ist der Inder? Das ist alles nicht da und dadurch wird genau das Denken des Fremden so produktiv gemacht. Ich glaube, dafür gibt es eine Begründung, die Uwe Timm eben gewissermaßen sogar angelegt hat. Und zwar, die Grundfrage könnte sein, wer ist Burton? Und wir erleben dann lauter Menschen, die Burton deuten. Und die jeweils aus ihrer Perspektive ihn deuten. Die sind in einem Deutungsdelirium um diesen Mann herum, über den wir im Grunde nicht wissen, ist er Muslim, ist er nicht. Hat er die Hatsch gläubig gemacht, hat er sie nicht gläubig gemacht. Hat er sich also vergangen, hat er sich nicht vergangen. Es ist, wenn man genau hinguckt, sind alle drei Teile jeweils Teile, in denen Texte ausgelegt werden und in denen sich die Reisen zunächst mal als Reisen im Text darstellen. Deshalb ist auch dieses verlorene Notizbuch zuletzt im Grunde der Verlust des Textes, also einer Deutungsmatrize. In
insofern glaube ich, diese zweite Ebene, und der Verlag hat ein bisschen kühn gesagt, Abenteuerroman, ich glaube, wer das so liest, mit dieser Suggestion, der wird enttäuscht sein. Sondern es ist viel eher ein Polyperspektivismus auch zwischen oben und unten. Der Diener ist nicht nur einer, der der Kultur Indiens angehört, sondern er ist der, der immer aus der Froschperspektive geguckt hat. Und der plötzlich die Deutungsmacht über den Fremden bekommt und ihn verurteilt und ihn von oben sieht und erklärt, warum er abgelehnt wurde. Also die zweite Ebene, außer der Opulenz des Stoffes, der mich ein bisschen an Thomas Stangl, den einzigen Ort, erinnerte, und auch an Mosebachs Indienbuch. Also man hat plötzlich eine derartige Fülle von Material, von präziser Detailwahrnehmung, Stoffen, Materialien, Gerüchen und so weiter. Aber immer dahinter, so wie du sagtest, es gibt letztlich die Wirklichkeit nicht, von der ich sagen kann, faktisch ist sie so, sondern es sind lauter Deutungsebenen. Wie ein Restaurator, der Schicht für Schicht freilegt und sagt, was war denn historisch noch darunter? Also ich habe das eigentlich auch sehr gern gelesen, obwohl ich ganz große Vorbehalte gegen historische Romane habe oder gegen Abenteuerromane. Mir ist ein Autor viel näher, der sich selber zum Abenteuer wird und der sozusagen die alltäglichen Dinge ereignishaft sieht. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt übrigens, also Ich-Bücher sind mir näher. Manchmal fällt es zusammen, der wunderbare Hadrian-Roman von der Jürsenar. Das ist zugleich ein Ich-Buch und handelt von Hadrian. Ich war hier ganz froh, dass er sich nicht so total identifiziert mit diesem Burton, sondern dass er den Blick auf ihn immer bricht, indem er eben wieder aus einer dritten Perspektive erzählen lässt. Ich muss aber sagen, das Buch hat ja drei Teile. Der erste Teil, den finde ich schon am stärksten, der hat da wirklich epische Breite. Im zweiten Teil wird er manchmal etwas belehrend und im dritten, im Afrika-Teil, da finde ich ihn manchmal geradezu bis zur Reportage abrutschen. Also mir hätte eigentlich der erste Teil schon genügt, das wäre ein ganz tolles Buch schon. Eine eigenartige Erfahrung damit. Je länger dieses Buch geht, und es geht ja sehr lang, diese Figur wird einem nicht, die wird immer ferner gerückt, sie wird immer noch fremder und noch fremder. Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der Trojanow überhaupt nichts über die Vorgeschichte spricht, die Jugend, die Sozialisation dieses Mannes sagt, was einen verstehen ließe, warum er überhaupt so geworden ist, wie er geworden ist. Aber das war für mich eine ganz merkwürdige Sache, dass er immer fremder wird. Und die schönsten Szenen für mich sind im ersten Teil die mit dieser Tempeldienerin, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Man kann auch sagen, Edelprostituierte, mit der er zusammenlebt. Und da wird er, der ja eigentlich ein ganz gewöhnlicher oder meinetwegen ungewöhnlicher Spion seiner Majestät war oder ihrer Majestät, da wird er plötzlich zum Spion seiner selbst. Da sieht er sich plötzlich selber immer fremder werden. Und nicht durch Verkleidungen oder etwas, sondern durch eine so starke Person wie diese, glaube ich, Kundalin, also was heißt sie. Also mir ist das auch so gegangen, dass das eigene, also dieser Burton, der ist immerhin einer aus dem Westen, wo man sagen könnte, das ist unser eigenes, der wird einem immer fremder. Und dass das ja so durch Spiegelung ständig gebrochen wird. Und was aber auch noch schön ist an dem Roman, das ist doch die Sprache. Er pflegt ja eine mythisierende Sprache immer wieder. Es heißt zum Beispiel, sagt, was wisst ihr von der Zeit, sagt, was wisst ihr vom Alter. Es gab Gott, es gab den Menschen, es gab Pharao und so weiter. Also so ein magisch-rituelles Sprechen, das sich anlehnt an den biblisch-kanonischen Duktus. Und da habe ich, also am Anfang hatte ich da ein leises Unbehagen, weil das ja ein schönes Sprechen ist, das immer auch Gewalt verschluckt. Also die ganzen griechischen Mythen sind ja so gemacht. Das sind ja lauter schöne Geschichten von ganz bösen Sachen. Da geht es immer um Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Kannibalismus. Aber weil das so schön und wolkig erzählt ist, liest man es gern. Und hier hatte ich zunächst ein leises Unbehagen, ob eigentlich die Gewaltgeschichten, ich meine, es ist das 19. Indien im 19. Jahrhundert, ja, voller Gewalt. Afrika auch, Saudi-Arabien natürlich auch, das ist ja überall der Fall. Aber dann habe ich, und da würde ich jetzt eigentlich was anderes sehen als du, Peter. Ich fand gerade eigentlich den dritten Teil da am stärksten, weil ich finde, in Bezug auf Afrika, in Bezug auf die Sklaverei, holt er den Schrecken eigentlich am nächsten. Da ist ja, aber die Rede Gräuel von auf Gräuel, da tut er des Schlechten wirklich zu viel, finde ich. Ja, er hat ja nicht mehr diese, es ist vielleicht auch, weil mir das am fernsten ist, die Sklaverei. Weil wir damit eigentlich nicht mehr konfrontiert sind. Mit dem Islam sind wir jetzt dauernd konfrontiert, mit dem Hinduismus sind wir auch eher konfrontiert. Sklaverei ist sehr, sehr weit weg. Aber ich fand schon, dass da mit der Rede von den Deportationsstellen, von den Märkten, wo die Sklaven verkauft werden, dass diese ganze Geschichte noch mal ziemlich heftig zurückkommt. Vor allen Dingen,
Peter Hamm, ich finde also auch den dritten Teil einen sehr, sehr starken Teil, weil gerade in dem Teil sehr viel Komik drin ist. Also das ist sehr gebrochen, was er erzählt. Das ist also, so wie Sie das jetzt dargestellt haben, da wäre das tatsächlich dann ein bisschen kolportagehaft, aber das tut er gerade nicht, weil immer wieder diese merkwürdigen Sätze von diesem Erzähler, diesem Sidi, da hineinkommen. Und diese Brechung macht das erträglich. Wenn die nicht da wäre, dann würde ich sagen auch, dann ist es so, ja, ein bisschen arg auf Handlung ausgerichtet. Aber es ist wunderbar, auch dieser Speak, diese beiden Figuren, der andere Engländer, wie die, ich vermute mal, er hat sich da, also der Trojanow, den Stanley als Vorbild genommen, der tatsächlich mit einer Büchse durch die afrikanische Gänsefüßchen-Wildnis zog und alles, was ihm vor die Flinte kam, runterschoss. Systematisch. Und das war, dieses Töten war wirklich auch ein zutiefst repressives Verhältnis, so aufzutreten bei den Afrikanern, nicht, indem man erstmal ein paar Affen runterschoss oder so. Und das finde ich glänzend gemacht, auch wie die Auseinandersetzung da stattfindet in der Verkartung der Welt. Nicht? Und dass ausgerechnet der Speak dann den Victoria-See findet und ihm einen Namen gibt, also der wirklich mit dieser Landschaft nichts zu tun hat, nämlich den der britischen Königin. Nicht? Also da ist sehr viel Spiel drin und das, ich finde wirklich, da ist also eine Lust auch bis in die Formulierungen hinein. Nicht? Also beispielsweise, wenn er über den Sanskrit schreibt, also was heißt Elefant, alles kommt vom Sanskrit, der Brahmane, das ist im ersten Teil, Pilu heißt Elefant, wie ich seitdem weiß. Nicht? Dann geht das durchs Persische, dann geht es nochmal durchs Arabische und dann sagt er mit einem etymologischen Katzensprung sind wir dann schon beim Elefanten. Ich finde das einfach sehr witzig, also ein bisschen in dieser Sprachform. Und das ist im letzten auch, also diese Brechung gehört dazu, sonst hat man wirklich Karl May. Karl May ist ohne jede Komik. Das ist genau der Unterschied. Und deshalb, irgendjemand hat ihn damit verglichen, das finde ich absolut unmöglich. Hatschi Halef Oma? Ja, bin Hatschi Halef Oma. Okay, gut, ja. Ja, man muss dann dazu, man muss dann Arno Schmidt auch noch dazu lesen, um sozusagen noch also einen Subtext dazu zu kriegen. Darf ich noch was empfehlen? Ganz was kurz. Ganz kurz? Ja, nämlich, was ich entdeckt habe, also aufgrund dieses Buches, das ist das Buch von Richard Francis Burtle, das ist seine eigene Pilgerreise, die er gemacht hat, nach Mekka und Medina. Das ist ein Bericht aus dem 19. Jahrhundert, von 1853, das im Grunde genommen alles schon drin und das ist erschienen in der Edition Erdmann und es ist wirklich schön, dass es Verlage gibt, die sowas noch machen und zwar ist das auch gesponsert von einem Scheich, von Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, Emir von Scharia. Genau, das war's. Ja, das war's. Einverstanden. Der Übergang zum nächsten Buch ist so schwer gar nicht, obwohl die Bücher könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch in diesem Buch geht es nämlich um eigentlich die Deutung von historischer Wirklichkeit, aber auf eine gänzlich andere Weise. Ich muss gleich vorweg sagen, dieses ist einer meiner lieben Autoren. Ich finde, Claude Simon ist ein Solitär, ist ein vollkommen für sich stehender Autor, den man vage mit dem Nouveau Roman in Verbindung bringen kann, also einer Linie des französischen Romans, zu dem man sehr vage auch Nathalie Sarraute und Budor und zum Teil sogar Alain Robbe-Grillet zuordnet. Also eine Schreibform, die weitestgehend, sagen wir mal, die Spannungsbildung, die Psychologie weniger interessant findet als das Ausbreiten in Zuständen. 1913 in Madagaskar geboren, gerät Claude Simon in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er ist dort ein paar Monate. Es gelingt ihm die Flucht und es wird diese Episode in seinem Leben inklusive der Beobachtung des ausbrechenden spanischen Bürgerkriegs zu Schlüsselepisode seines Lebens werden. Und er hat eigentlich diese Episoden immer wieder in Romanen umkreist, umlagert. Und er wollte ursprünglich, und das ist für sein Schreiben, glaube ich, nicht unwichtig, Maler werden. Er war sogar einmal in einer den kubistischen Malstil lehrenden Schule. Und man kann, wenn man seine Bücher liest, immer wieder sehen, dass er eigentlich Kippfiguren schreibt. Also er hat eine Ansicht einer Sache und er gibt gleich eine Brechung in einem Winkel von 30 Grad und dann noch eine weitere Brechung. Und manchmal denkt man, es ist wie die Fassade von Chartres, gemalt von Monet, die sich immer wieder ändert, also impressionistisch. Und mal ist es dieses permanente polyperspektivische Wechseln. Jetzt will ich aber kurz sagen, dass dieser Roman Der Palast, ich glaube 63 erschienen, eines der früheren
Werke von ihm, dankenswerterweise von Dumont sehr gut herausgebracht, weniger dankenswerterweise mit keinem Nachwort, mit keiner Erklärung versehen, die dieser Roman dringend nötig hätte, neu übersetzt von Eva Moldenhauer, nach der im Grunde auch fasslichen Übersetzung von Elmar Tophoven, dem Beckett-Übersetzer, endlich wieder auf dem Markt ist. Dieses Buch beschreibt, wenn man überhaupt sagen kann, dass es irgendetwas beschreibt, die Situation, in der ein junger Mann, der Student genannt wird, der aber Claude Simon offenbar selber ist, in einem Straßencafé in einer Stadt sitzt. Es ist offenbar Barcelona. Er beobachtet politische Unruhen. Das Wort Faschist fällt nicht. Man weiß aber, es ist das. Und er erinnert sich an ein Abendessen, das er mit zwei weiteren Personen gehabt hat, von denen einer ein italienischer Attentäter ist, der ein politisches Attentat hinter sich gebracht hat in einem Zug. Und er erinnert sich eigentlich an 2,5 Tage dabei. Wie das gemacht ist, ist das Entscheidende an dem Buch. Es ist die Ausbreitung eines Zeichenfeldes, das wirklich wie in einer unendlichen Verzögerung von Dingen, die passieren, von Gesten, von der Kleidungsordnung oder der gestischen Ordnung zugehörenden Form, eigentlich Bilder versammelt, Stimmungen und hinter ihnen fragt, was ist. Claude Simon hat immer gesagt, er hat bei allen Beobachtungen des eigenen Leidens, Sterbens, der Menschen in der Gosse, mit denen er gegessen hat, nie einen Sinn erkennen können. Insofern suchen wir ihn auch besser nicht in seinen Büchern, sondern wir suchen erstmal das, wie sich Individualität im Aufprall auf die Fremde, das wäre ein Wort von Trojanow, hier in einer einzigartigen Konstellation zeigt. Das mag jetzt kompliziert klingen, es sind auch seine Bücher nicht leicht zu lesen, aber sie überlassen einem einen Ton, einen Zustand, der so involvierend ist, so suggestiv und der darin auch so klar ist, dass ich glaube, sie gehören wirklich zum klarsten und zum Teil zartesten, was in der Literatur zu finden ist. Ich hoffe, dass Sie Leser finden. Ich würde gerne mal beschreiben, in welche Zustände ich geriet bei der Lektüre. Also von völliger Verwirrung bis zu, ja, bis zu heilsamer Verlangsamung, könnte man sagen. Ich lese mit dem Stift, unterstreiche, habe immer wieder angefangen, was zu unterstreichen, wusste aber nie, wo ich aufhören soll, weil die Sätze ja nie aufhören. Jeder Satz mündet ja in 100 Nebensätze, die das Gesagte wieder modifizieren, korrigieren, zurücknehmen sogar. Also musste ich wieder zurück, wieder anfangen lesen, bis ich zum Teil überhaupt nicht mehr wusste, was ich gelesen hatte. Und genau das ist es, was der Claude Simon wollte. In einen Zustand des Nichtwissens versetzen. Das geht eben auch so weit, dass alles, was ein Journalist machen würde oder ein Historiker, dass er eben nicht mal Barcelona mit Namen nennt. Nicht mal einen Faschisten nennt er nicht einen Faschisten, sondern er beschreibt nur, was er sieht. Dieses schwarze Hemd und diese schwarze Mütze mit dem Trottel. Bei ihm kommt ja alles aus der Autobiografie. Er war also 2 Wochen war er im Spanischen Bürgerkrieg in diesem Hotel in Barcelona, aber doch mehr als Revolutionstourist oder er war gleich desillusioniert und fuhr zurück. Nun, die Erinnerung ist ja so, dass die ist ja nichts Lineares. Die besteht ja aus lauter Fragmenten und einzelnen Bildern und genau so schreibt er. Also mein Lesevorgang ist eigentlich auch genau sein Schreibvorgang. Und du hast schon angedeutet, er kommt von der Malerei her. Die Malerei ist natürlich auch nie linear. Also nehmen wir ein ganz berühmtes Beispiel, Bräuches Ikarus, da pflügt ein Bauer, da fährt ein Schiff und da fällt einer irgendwo ins Meer. Das geschieht alles gleichzeitig. Kann die Literatur ja so nicht. Er versucht es. Bei ihm ist es ein ständiges Umkreisen des Gleichen, der gleichen Gegenstände oder Umschreiben. Und zwar Umschreiben sogar in der Doppelbedeutung, dass er auch umschreibt, also sozusagen ändert. Der Text muss sich ständig ändern. Das ist total faszinierend. Also ich glaube, das ist ganz zentral, dass es mir genauso gegangen, dass das der Schreibvorgang zum Lesevorgang wird und umgekehrt, dass man gar nicht anders kann. Und was ich so fantastisch finde, Sie haben das angedeutet mit der Verzögerung. Es ist ja eine Literatur der Zeitlupe. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt habe. Es gibt ein ganzes Kapitel, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Einer geht in ein Restaurant, schießt einen Feind über den Haufen und geht wieder raus. Claude Simon. Da geht man zu Claudel, weiß nicht, wieso. Hat nicht viel miteinander zu tun. Braucht dafür mehr als 40 Seiten. Er beschreibt jedes Detail, wie er da reingeht, was das für ein Stuhl ist, wie der Kellner angezogen ist, wie die Gäste da sitzen. Jedes Detail. Und das hat ja auch was Unhierarchisches. Also man muss ihm folgen, man muss dem Faden folgen, dem Stuhlbein, dann dem Kellner, dann dem Gast. Man ist dem ja irgendwie auch ausgeliefert. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ist eigentlich der Sinn von Zeitlupe in der Literatur? Was ist eigentlich der Gewinn, wenn ein Autor Zeitlupe macht, einzig und allein mit Sprache? Ich meine, aus dem Film wissen wir das, was der Gewinn ist. Ja? Wir wissen nachher, ob der Ball
drin war oder nicht. Also der Film bringt uns ein Wissen, der nicht meinte, war nicht drin. Der Film bringt uns ein Wissen, das wir nicht haben können, weil unsere Augen nicht gut genug sind. Und jetzt ist ja die Frage, was kann Sprache alleine machen? Und was da ja vorgeführt wird, ist eine unendliche Ausdehnung der Sinne. Das heißt, Claude Simon versucht im Grunde genommen mit seiner Sprache die physikalischen Bedingungen, die uns gesetzt sind, zu überschreiten. Und das ist grandios. Und ich habe dadurch etwas bekommen, was also mir so eigentlich kaum je passiert beim Lesen. Ich habe einen Schrecken bekommen über die Alltagssprache, die wir sprechen, die plötzlich derart grob und roh ist. Wenn man sich überlegt, ich komme nach Hause, mache die Tür auf und erzähle, ich habe heute das und das erlebt, wie grob diese Erzählungen sind, nachdem man Claude Simon gelesen hat, der für 10 Sekunden einfach 100 Seiten braucht. Ich meine, das ist das Erstaunliche an dem Buch, das wirklich ganz wunderbar ist und dass man sich wirklich hineinbegeben muss und sich auch verliert. Dass es etwas schafft, die Wahrnehmung zu reflektieren. Wahrnehmung geht natürlich primär auch immer über Sprache, wenn man sich dessen bewusst wird, nicht? Und das ist der Gegenstand. Zugleich aber diese Verlangsamung und Zeitlupe, das fiel mir auf, wie stark eigentlich das filmisch ist. Ich habe nicht so sehr an Bild gedacht, sondern zum Beispiel diese Zeitlupe über dieses Attentat, als dieser Faschist dort erschossen wird. Also man kann annehmen, dass es Faschist wird. Das wird nicht gesagt. Steht aber eigentlich nirgends. Steht nicht drin, aber es ist einmal irgendwo gestanden. Man sieht die Beschreibung, man weiß, was... Aber er wird auch immer undeutlicher durch das, was er sonst sieht. Ja, klar, das sind auch verschiedene Vektoren. Das ist ja tatsächlich so, so aufgebaut wie ein physikalisches Experiment, nicht? In dem man so verschiedene Vektoren beschreibt, wie ihm jemand entgegenkommt, wie jemand zurückbleibt. Also mir fiel auf, wie weit filmisch das auch ist. Zum Beispiel nicht nur Verlangsamung, Zeitlupe ist ja wirklich ein gutes Wort dafür, viel besser als Slow Motion, nicht? Also wo wirklich mit Lupe darauf geguckt wird, was Zeit ausmacht, nicht? In dem Moment, sondern auch es wird rückwärts erzählt, nicht? Das wird ganz schnell wieder erzählt, wird wieder aufgegriffen. Also es ist ein eigentümlicher, auch technischer Prozess, der da drin steckt. Ich weiß nicht, wie weit der Simon also sich so intensiv mit Film beschäftigt hat. Also die Beispiele, die er wählt, kommen immer aus zwei Quellen. Die kommen entweder von Marcel Proust, und das finde ich ist ein sehr sinnvoller Verweis, denn man hat immer Marcel Proust vorgeworfen, der braucht 50 Seiten für eine Weißdornhecke. Nein, eben nicht für die Weißdornhecke, sondern für die Betrachtung der Weißdornhecke und für alles, was in ihr kodiert und verkapselt ist. Hier gibt es eine wunderbare Szene, und die kommt bezeichnenderweise zweimal mindestens vor. Das ist der flatternde Taubenschwarm vor einer Fassade. Und darum dachte ich an diese Fassade von Notre Dame, gemalt von Monet, weil sich das Klima, der Kolorit, unablässig ändert. Und weil man das Gefühl hat, wenn diese Tauben noch mal auffliegen später, dann werden sie, weil alle anderen simultan passierenden Dinge sich gewechselt haben, werden sie anders auffliegen. Sie werden eine andere Farbe haben, aber sie werden immer noch die gleichen sein. Das führt dazu, dass er interessanterweise gesagt hat, ich bin nie interessiert am Warum, sondern ich bin erst mal interessiert am Wie. Wo hat er das gesagt? Er ist uns fast auf den Tag genau heute vor einem Jahr gestorben. Er hat es in einem Interview mit der Zeit gesagt, geführt von Iris Radisch, die dankenswerterweise da hinten in der ersten Reihe sitzt. Und zwar, weil wir sie eingeflogen haben, damit sie einmal nickt zum Claude Simon-Interview und sagt, genau so ist es. Und er hat nämlich da keinen Impressionisten in dem Umfeld genannt, sondern er hat Van Goghs Schuhe genannt und sagt, warum malt Van Gogh bäuerische Schuhe, über die Heidegger einen ganzen Aufsatz geschrieben hat, um zu sagen, das ist es. Ja, ich insistiere auch auf der Herkunft von der Malerei. Er wollte sogar Maler werden. Sie müssen sich nur vorstellen, jemand wie Cézanne, der ein Leben lang hinausgeht, um immer diesen gleichen Berg Sainte-Victoire zu malen und immer ihn neu umkreist mit seinen Bildern. Das ist genau Claude Simon, der immer, dieser Palast, der kommt ja in allen anderen Büchern auch schon, oder in den meisten anderen auch schon vor, diese spanische Episode. Es wird immer wieder dasselbe umkreist und es stellt sich jedes Mal anders dar. Und noch was will ich sagen, was mir ganz wichtig ist, der für mich größte lebende Schweizer Schriftsteller, Gerhard Mayer, der lebt von Claude Simon unter anderem. In seinen Büchern spielt Claude Simon immer die ganz große Rolle. Vielleicht sollte auch jemand hier mal sich um Gerhard Mayer wieder kümmern. Meine Frage wäre noch zu dem Roman, was für eine Rolle spielt hier eigentlich die spanische Revolution? Warum ist das alles angesiedelt im Kontext der spanischen Revolution? Weil die Art und Weise, wie es geschrieben ist und auch die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, das hat was völlig unhistorisches, etwas nicht zeitspezifisches, aber die spanische Revolution ist eine ganz spezifische Revolution. Und es gibt ja auch ein Motto, das vorangestellt ist, ein Motto aus dem Larousse Dictionnaire, ein Motto, das ungefähr besagt, jede Revolution hat was Zyklisches, jede Revolution ist irgendwie die Wiederkehr von etwas
von etwas Ähnlichem. Das ist eine Frage, mit der ich letztlich da bei diesem Buch nicht ganz klarkomme, weil er beschreibt das Gewehr genauso ausführlich wie den Teppich oder das Waschbecken genauso ausführlich wie den Soldaten. Es ist alles eins. Aber sieh mal, erstmal ist die Spanische Revolution das, was er kennt. Und ich glaube, es ist das, was er braucht. Er kann nur aus dem autobiografischen Material arbeiten. Und was man zu kennen glaubt. Das Zweite ist aber, dass natürlich die Reibung am allerstärksten ist, wenn eine hochaktive Außenwelt gerade mit einem Attentat, mit einem Mordfall beschäftigt ist. Und der Autor geht hin und zerlegt das so, als würde er einen Sterbenden in dem Augenblick fotografieren, in dem die letzten Bilder ablaufen. Aber braucht es wirklich diesen Event? Ohne zu sagen, ich will etwas von diesem Attentat. Ich weiß überhaupt nicht, warum das Attentat stattfindet. Aber jemand, der so schreiben kann wie Claude Simon, braucht er einen solchen Event? Kann er nicht aus der alltäglichsten Szene, das Attentat. Ach so. Kann er nicht aus der alltäglichsten Szene sowas verrückt? Ich meine, ich habe zum Beispiel, ich habe eine wunderbare Falschlektüre gemacht. Also es spielt eine Szene, die im Auto innen spielt. Und dann wird erzählt in einer riesigen Dramatik, wie alles in diesem Auto kippt, ja, von einer Seite. Es ist so dramatisch erzählt, ich dachte, im Minimum ein tödlicher Autounfall. Am Schluss merkt man, das Auto ist nur um die Kurve gefahren. Die Kurve fährt um die Kurve. Also so, aber bist du noch nie mit jemand gefahren, der so fährt? Ich fahr selber so. Nein, das Interessante ist ja, dass er auch diesen Bürgerkrieg, die Republikaner, die er ja beschreibt, das sind ja nicht Faschisten nur. Das wäre eine Fehllektüre, nicht, sondern das sind Republikaner. Und da hat man ja im Bewusstsein eigentlich immer so dieses Gut-Böse gleich. Ja. Nicht? Und das macht er und da lässt er völlig. Es ist so überhaupt kein moralischer Ansatz drin. Er versetzt uns auch sondern da er beschreibt Zustand es nicht. Er beschreibt es einfach nur. Nicht? Und das ist schon ganz erstaunlich. Auch dieser Präsident, der da gezeigt wird in Barcelona, das ist ja offensichtlich kurz bevor die Republik dann zusammenbrach. Nicht? Wie er den beschreibt, eigentlich einen von seiner Machtausübung grau gewordenen Menschen, ohne dass er weiter was bewertet. Also über seine Politik, über seine sonstige Haltung. Es ist einfach nur eine Beschreibung dieser Figur. Wobei Frau Radisch guckt so ganz kritisch im Hintergrund. Vielleicht sollten Sie hat kein Mikrofon, deshalb, das haben wir ja extra nicht gegeben. Nein, es gibt eine Motivkette, die das unterstreicht, glaube ich, was hier gesagt wird. Und das ist das Motiv der Schrift. Ja. Weil nämlich unablässig Schriften vorkommen, Zeitungsteile, also Reklamen. Es kommen wie bei Paul Klee in der Villa R oder wo Buchstaben integriert werden und sie meinen nichts als sich selbst. Und das zeigt diese Aushöhlung auch des Bedeutens. Das Attentat ist nicht bedeutungsvoll, weil damit eine politische Veränderung eingeführt wurde, sondern es ist ein Akt, der gesehen wird wie von jemand, der sie im Sterben erlebt. Und wenn ich den einen Satz noch anfügen darf, man hat auch das Gefühl, dass sich Individualität herstellt eigentlich durch die Art, wie man diese Momente an eine Instanz bindet. Nämlich zu sagen, was sehe ich eigentlich jetzt? Mit welcher Geschwindigkeit gucke ich Peter Hamm an? Und welche Ausschnitte beachte ich an ihm genau? Was stelle ich dadurch dar? Peter Hamm, das schaffe ich ja gar nicht, der ist ja zu groß und schwierig, um dargestellt zu werden. Aber mich natürlich in der Art, wie ich gucke. Und insofern stellt sich meine Individualität am Gegenstand Hamm dar, der auch der Bürgerkrieg sein könnte. Er ist schon die letzte Konsequenz aus Proust, aber ohne Psychologie. Aber man muss sagen, zu Anfang des Jahrhunderts gab es schon Dinge wie den Lord Chandos Brief von Hofmannsthal. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Das ist die Konsequenz auch daraus. Ja. Er hat übrigens selber ein ganz ähnliches Zitat an einem so einer Romane als Motto von Rilke aus der 8. Dionyser Elegie, das genau das sagt, wie immer alles weiter zerfällt. Wir ordnen es und es fällt wieder. Das ist seine Technik. Also ich habe das Gefühl, bei diesem Buch handelt es sich um eines, über das wir die ganze Sendung bis zu Ende reden könnten, weil es derartig viel anbietet und ich finde, zu den größten Tugenden von Büchern gehört, dass sie fruchtbar machen und man irgendwie, ich meine nicht im direkten Sinne, aber im übertragenen Sinne zumindest, aber dass man das Gefühl hat, sie inspirieren, sie wecken. Ist das so bei Peter Stamm? Peter Hamm. Da ist alles sehr anders. Der Peter Stamm ist ein Winterthurer, Jahrgang 63, glaube ich, der weit über die Grenzen hinaus eigentlich sehr bekannt wurde, was sich auch daran zeigen lässt, dass jetzt sein neuer Verlag S. Fischer dieses Buch mit einer Startauflage von 80.000 Exemplaren rausgebracht hat. Doch ganz erstaunlich. Seit seinem Debütroman Agnes, den wir im Club besprochen haben, und diesem Erzählungsband Blitzeis haben wir auch besprochen, wurde der Stamm von der Kritik immer so mit amerikanischen Autoren verglichen, also mit Autoren wie Raymond Carver oder Richard Ford, weil er natürlich auch diese Kunst beherrscht, mit wenig Worten viel zu sagen, weil er auch ein Meister der Lakonik eigentlich ist.
Und auch in diesem Buch gibt es also nichts von dem, was der Simenon mal so wunderbar Literaturfett genannt hat. Also keine imponierenden, aufgeblusterten Sätze, sondern es herrscht wirklich die Kunst der Kunstlosigkeit. Es hat mich übrigens mehr an einen Franzosen als an Amerikanerin. Mir fiel immer komischerweise Camus ein, der Fremde, weil diese Figur des Indifferenten schlechterdings. Ein bisschen ist dieser Andreas, ein Lehrer aus der Schweiz, der seit 18 Jahren in Paris in einem Vorortgymnasium Deutsch unterrichtet, ein bisschen was hat er auch von diesem Fremden. Sein Leben ist völlig ereignislos, ist die Wiederholung des Immergleichen. Er hat noch nie mit einer Frau zusammengelebt, hat aber wechselnde Geliebte, aus denen er sich eigentlich meistens überhaupt nichts macht. Eine heißt Sylvie, die ist verheiratet, hat drei Kinder und besucht ihn an seinem schulfreien Mittwochnachmittag regelmäßig. Er ist Lehrer in Paris. Er ist Lehrer, habe ich gesagt. Und die fragt ihn eines Tages, warum erzählst du nie was von dir? Und er sagt, ich habe nichts von mir zu erzählen. Mein Leben ist formlos und zugleich viel zu verworren. Also große Gefühle hat dieser Mann sich aber doch mal geleistet, nämlich in seiner Jugend. In seiner Jugend in einem Schweizer Dorf, wo er eine junge Französin auch kennenlernt, die Fabienne heißt, und in die er sich leidenschaftlich verliebt, aber der er nie seine Liebe zu gestehen wagt und die später einen Jugendfreund von Emmanuel heiratet. Die Erinnerung an diese Jugend und die Unbedingtheit seiner Gefühle wird plötzlich ganz stark, nachdem er bei einem Arzttermin so ein Verdacht aufkam, dass er Lungenkrebs hat. Er wartet nicht einmal mehr das Ergebnis der Computertomographie ab, sondern spontan löst er seine Pariser Wohnung auf, um auf Reisen zu gehen nach seinem Heimatdorf, nach der Schweiz, auch Richtung Fabienne. Sinnigerweise oder absurderweise nimmt er dabei aber seine momentane geliebte Delphine mit. Die schickt er zwar nach wenigen Tagen wieder nach Hause aus der Schweiz, aber er bedauert auch sofort, dass sie nicht mehr da ist. Und ebenso ambivalent sind seine Gefühle plötzlich gegenüber dieser Fabienne, der er wieder begegnet, die sogar mal mit ihm schläft. Aber da fragt er sich schon, was wollte ich eigentlich von ihr? Und er sieht ihren und seinen nackten Körper, sieht er wie Polizeifotos in einem Tatort. Also was dieser Mann will, so viel wissen wir dann sehr schnell, er will lieber in der Vorstellung leben als in der Wirklichkeit. Und auch jetzt folgt der häufigste Satz heißt, Andreas stellte sich vor. Und auch jetzt folgt er wieder einer vagen Vorstellung. Er verlässt die Schweiz, verlässt diese sehr wirkliche Fabienne, die einmal so geäußert hat, Liebe ist etwas, was 10 Minuten dauert, fährt Richtung französische Atlantikküste. Da weiß er, da ist diese Delphine, Gendarmentochter, die dort immer Ferien macht auf dem Campingplatz der Gendarmerie. Es gibt eine Wiederbegegnung, die uns der Klappentext verkaufen möchte als Happy End. Ich sehe das überhaupt nicht. Es wird alles wie gehabt weitergehen. Er wird sich wieder eine Vorstellung machen, mit dieser Delphine zu leben. Aber er wird sein völlig ereignisloses, gleichförmiges Leben weiterleben. Nur, und das ist die merkwürdige Pointe dieses Buches, dass er eigentlich an diesem Leben Gefallen und Halt findet. Jedenfalls überhaupt nicht darüber mehr sich beklagt. Das ist nur das Äußere, was ich erzählt habe. In Wirklichkeit spielen sich alle Geschichten, die dieser Stamm zu erzählen hat, spielen sich natürlich in den Zwischenräumen ab. Dort, wo nichts oder fast nichts geschieht. Entweder in einem trostlosen kleinen Hotelzimmer an der Pariser Peripherie oder auch in Sätzen, die ganz banal sind. Aber plötzlich öffnet sich so ein kleiner Abgrund. Er fragt sie, dieser Andreas, bist du glücklich? Sie sagt, ich bin nicht unglücklich. Und in so einem kurzen Dialog ist eigentlich, das ist wirklich die Quintessenz dieses ganzen Buches. Es tut ja der Sendung viel besser, wenn wir uns nicht einig sind. Ja. Und im Sinne der Sendung bin ich mir jetzt nicht einig. Ich weiß es nicht, wo ich ansetzen soll. Einmal bewundere ich immer Autoren, die so viele Freundinnen und Geliebte haben. Das ist unglaublich. In Büchern ist das wirklich so. Die können damit jonglieren in einer Weise, die mir im Leben vollkommen... Ich meine nicht von sich. Ja, ich weiß. Also ich eben trotzdem. Also dass man für mich hat das immer jetzt bin ich vielleicht böse, wenn ich sage, es hat immer etwas ein bisschen Bürgerliches, wenn ich so will, sogar Spießiges, wenn man sich in diesen Frauenrausch hineinschreibt. Und irgendwie hat dann das Schreiben so eine Form von Ersatzbefriedigung. Das ist ein unseriöses Argument und ich ziehe es zur Hälfte zurück. Trotzdem will ich sagen, dass mich das völlige Desinteresse des Autors an seiner Person nicht immer hat glauben lassen, dass diese Person so langweilig oder so gelangweilt ist, wie du darstellst, sondern dass der Autor an ihr nicht interessiert ist, an ihrer Lehre nicht. Und das zeigt sich mir vor allen Dingen darin, dass ich
so viele Klischees, so viele Standardsituationen, so viele Dinge, bei denen ich die Augen schließe und sage, gib mir ein Bistro in Paris, was werde ich jetzt sehen? Und dann kommen sie alle. Von jedes einzelne abgerufene Klischee, das geht natürlich auch manchmal schief. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da heißt es, es war wie ein zurückgelassener Gegenstand, den ein Gangster in einer Wohnung zurücklässt. Zum Beispiel ein Taschentuch und eine Zigarettenkippe. Da denke ich, das ist jemand, der viel Tatort oder Lindenstraße gesehen hat. Aber kein Verbrecher lässt in einer Wohnung ein Taschentuch zurück, weil Verbrecher haben keine Taschentücher. Und ein Graffito ist natürlich eine Schmiererei. Das ist eine spießige Vorstellung. Man braucht nicht zu sagen beschmiert, sondern man kann sagen beschriftet. Der Autor meint aber beschmiert, weil er beschmiert findet. Und insofern hat die Geschichte mich mangels Interesse des Autors an seinem eigenen Stoff. Es ist ein völlig unbrillantes Buch. Es gibt keine gute Metapher, es gibt keinen scharfen Gedanken. Ja, ja. Das sage ich nicht böse. Das kann man in vieler Hinsicht von Italo Svevo auch sagen. Nur da sind Galaxien dazwischen. Es ist ein Buch, das sich für... Stärke, dass es überhaupt... Ich hätte ja vorher bei Trojanow so gerne so Sätze zitiert, wo der so besonders gut schreiben will und die dann total verunglücken bei Herrn Trojanow. Weil der bis in die absolute Metapher geht. Während ja. Hier ist ja der hebt ja nie die Stimme. Sie machen müssen, ja. Peter Hammer, hätten wir streiten können. Ja. Nein, vielleicht, ich will mal den Stamm verteidigen und zwar... Das geht nicht. Okay, ich will es dennoch versuchen. Ich will das dennoch versuchen. Also ich finde, erstens ist es erstaunlich, dass er sich überhaupt dieses Themas annimmt. Also ich hatte da eine riesen Scheu davor. Also so eine frühe Liebe, von der man weiß, wie wichtig die ist in vielen Biografien, sich dem so anzunehmen. Das finde ich also ganz erstaunlich erstmal. Dann finde ich, Literatur, also um kurz auszuholen, hat ja im Wesentlichen mit Emotionen zu tun. Alles andere kann Soziologie, Philosophie, alles mögliche, Geschichtswissenschaft beschreiben. Aber das, was Emotionen ausmacht, wie Emotionen zur Sprache kommen, wie wieder umgekehrt Sprache Emotionen schafft, also wie das stattfindet, das finde ich in einigen Stellen sehr gut gelöst. Und zwar dadurch, dass es sehr verknappt ist. Also das hat ja der Hamm schon gesagt, eine Qualität dieses Romans ist, dass er mit einer sehr, sehr knappen Sprache auskommt. Sonst wäre das wirklich nicht erträglich, das Ganze. Das schafft er aber, finde ich. Und das Zweite ist tatsächlich, ich habe das wie auf eine Folie vom Fremden gelesen, der ja auch ähnlich verknappt ist. Und ich will das jetzt gar nicht mal eins zu eins vergleichen, aber wo eine ähnliche Situation ist, dass einer so in den Alltag hineinlebt, bis er diesen Araber erschießt. Ja, warum erschießt er den? Da gibt es keinen größeren Grund. Man weiß es nicht. Also der Dolch blitzt im Licht auf. Nicht? Und hier ist es dieser Einbruch, dass er damit rechnen muss, Lungenkrebs zu haben. Und ich bin auch anderer Ansicht als der Peter Hamm da. Das ändert ja etwas also in seinem Verhalten. Also ich finde auch die Beschreibungsform der Frauen ändert sich. Aber was noch ähnlich ist zum Fremden, ist diese etwas ruppige Art, wie er mit Frauen umgeht auch, nicht? Also der Fremde fragt ja auch... Nein, ich meine jetzt... Ich habe alle angeguckt, also hier in der Runde. Der Fremde fragt, also die Frau fragt den Fremden, ob er sie liebe, und sie sagt, und er sagt nein, nicht? Und daraufhin sagt er nur, ja, die ist trist, nicht? Und hier ist er eigentlich auch ziemlich ruppig, also, und das... Also diese Ruppigkeit, das finde ich wieder mutig. Also wenn er die so romantisch ausgemalt hätte, das wäre nicht gut gewesen. Aber diese ruppigen Brüche, nicht? Dass er diese Delfin, was ja auch merkwürdig sein, Emotionen ja, sind so irrational. Nicht? Die sind alles. Ja, und trotzdem, so, die hängt es an, die mag ihn nicht, die folgt ihm nicht. Könnte es sein, dass es ein Männerbuch ist? Dann also die Kategorie ich ja kenne ich nicht Männerbuch und Frau. Dann gibt es ja auch Frauenbücher. Entsetzliche Roger Willems ist auf der richtigen Seite. Ich wäre natürlich ich spreche mein Klischee. Ich verstehe euch. Also ich kann gar nichts Genaueres sagen zu diesen Frauengeschichten oder Männergeschichten, weil mich ja das eine noch das andere besonders interessiert. Ich kann nicht ganz nachvollziehen technisch, was es ist. Natürlich, wenn Sie von der Einfachheit schreiben und sprechen und von der ganzen Lakonie. Reduktion, von der Lakonie. Ich meine, Land auf, Land ab wird jetzt davon geschwärmt. Und ich mag es einfach ganz gerne kompliziert. Zumindest in der Literatur. Ich habe es gern, mir sind auch die Sätze zu kurz, um das auch mal zu sagen. Er macht ja nur Hauptsätze. Ich hatte auf der ersten Seite zu Unters eine unendliche Sehnsucht nach einem schönen, langen Relativsatz.
Er macht ja auch keine. Es ist sind, kein es sind, Prinzip wie bei der Strerowitz oder so. Ja, aber es sind, der Rhythmus ist sozusagen immer gleichatmig. Das Buch hat ein Atmen. Der wechselt eigentlich, das ist auch das Stilprinzip. Darum geht es ja auch, dass es so gemacht ist. Aber er hat keine wechselhafte Dramaturgie. Für mich als Leserin war das schwierig. Also, weil ich fand, dass der Atem so durch diese Hauptsatzstruktur etwas kleinteilig geworden ist. Aber ich möchte über einen Punkt sprechen, der mich interessiert hat. Ich muss zugeben, das ist der einzige, aber dann spreche ich halt über den. Und zwar macht er ja ständig eine Analogie zwischen einem Roman erzählen und schulischen Übungstexten, die er als Leser seiner Klasse vorlegt. Es gibt eine Szene, wo Andreas von der Schweiz nach Hause fährt im Auto, er schiebt sich eine Kassette rein und da hört er genauso, das ist ein Deutschkurs, den er da hört er Sätze, da wird ein Mann beschrieben, der ein monotones Alltagsleben hat. Mit genau diesen Sätzen, identischen Sätzen, ist Andreas 100 Seiten zuvor selber beschrieben worden. Also das heißt ja... Er erkennt sich ja auch in diesem Sprachkurs. Er aber weint dann auf einem Rastplatz, muss man auch mal sagen. Eine Szene gibt es, wo er Emotionen zeigt. Da fährt er raus, er hat diesen Sprachkurs gehört und sagt, das ist ja mein Leben und ist dann weinend da in seinem Auto. Wie liest du denn diese Parallelis? Also er zitiert ja auch diese Übungstexte. Ja. Und diese Zitate erkennt man, die sind kursiv, die sind eingerückt und deren Ästhetik unterscheidet sich in keiner Weise von den anderen Sätzen des Romans. Ja. Das heißt ja eigentlich, vertritt er denn die These, ein schulischer Übungstext hat die gleiche Ästhetik wie der Roman? Oder wie er hat sich erkannt, er schickt ja auch dieser Fabienne sogar diesen einen, es ist auch ein Sprachkurs für seine Schule, wo er seine Geschichte plötzlich da drin findet und meint, sie müsste auch ihre und seine Geschichte drin finden, findet es überhaupt nicht. Er erkennt sich in diesem Text, er hat auch sonst keine Bücher, außer ein Buch von Jack London hat er, glaube ich, und sonst hat er nur diese Sprachkurse. Das ist ein Minimalismus, der gigantisch ist, aber diesen Minimalismus leben sehr viele, um nicht zu sagen die meisten Menschen. Und ich habe mir aufgeschrieben, der Claude Thibault sagt mal, auch wenn man nichts erlebt, erlebt man etwas. Davon handelt das Buch. Und es handelt von diesem minimalen Glückanspruch. Ja, passiert doch enorm einen viel. Satz zitieren draus, da muss ich mir die Brille aufsetzen. Und das ist sein, der enthält wieder alles, der heißt, du darfst nicht zu viel erwarten. Glück heißt, das zu wollen, was man kriegt. Also, und das ist natürlich ein furchtbarer Minimalismus, aber das ist das Thema. Ich wollte gerade einen Vorschlag zur Güte machen, aber jetzt reizt du mich doch noch mal zum Widerspruch. Dem Mann passiert so viel. Der kriegt eine mögliche Krebsdiagnose, der gibt seinen Beruf auf, der reist in die Schweiz, der hat x Frauengeschichten, der trifft eine ehemalige Geliebte wieder. Was soll dem denn noch passieren auf 200 Seiten? Der braucht keine Beziehung zu Frauen. Nein, ich wollte gerne... Der hat keinerlei Beziehung. Aber jetzt musst du zugeben, dass dem viel passiert. Ich wollte einen Vorschlag zur Güte machen. Das Problem, das wir haben, ist ein grundsätzliches. Dass man bei einem Buch, das formal einfach ist, entweder sagt höchste Sublimierung, Reduktion, Zurückkehr zum Schlichten, ausschließlich Parataxe, oder man sagt misslungen, kann nicht mehr, dem fehlt Farbe. Das will ich jetzt mal außen vor lassen, diese Wertung. Es gibt mit Paul Leoto oder mit Italo Suevo große Autoren, die in diesem Sinne schlicht gewesen sind, die ich alle als unbrillant bezeichnen würde, in dem Sinne, dass sie keine große Metaphorik kennen und so fort. Hier ist der Stein für mich des Anstoßes das Klischee. Und ich finde, man muss erst mal das Buch durchgehen und sagen, wo sind diese Vorstellungen, die hier entwickelt werden, sehr konventionell und sehr nah an der schnellsten Assoziation, die Mehrheit haben wird. Und wenn es so ist, dann wäre es Kunst, das zu können, dann müsste es aber reflektiert werden. Warum wird es nicht reflektiert? Und da ist das eigentliche Problem. Jetzt nenne ich dir eine Reflexion. Es gibt eine Schlüsselstelle für mich in dem Buch. Da hat er plötzlich den Wunsch, ein Opfer zu werden. Er sagt, das wäre schön, Opfer der Kindheit, Opfer einer Krankheit und so weiter. Er sagt aber, dann müsste man ja an ein besseres Leben glauben, wenn man Opfer sein wollte. Das ist für mich überhaupt die Schlüsselstelle des Buches. Hat wieder genau mit dieser Sache zu tun. Du erwartest von diesem Buch etwas vollkommen anderes, als es bereit ist zu geben. Aber das kannst du nicht aufhängen damit, dass du sagst, das ist die Sprache, das ist nie eine, steigert sich nie zu etwas. Nein, tut es nicht. Es bleibt genau immer auf der gleichen Ebene. Nur, dass dann solche Stellen findest du dann doch. Und dann findest du doch so Beschreibungen von so einem Hotel, die ganz großartig sind an dieser Pariser Peripherie und so weiter. Wo dir es eigentlich graust, wenn du das siehst, wie dieses deutsche Ehepaar da hinkommt, die über die Garage streiten und so weiter. Es ist gut, dass wir sehen, das Problem ist größer als wir. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle überleiten zu einem Buch, das ähnliche Probleme hat. Corinna. Also. Ja? Ähnliche Probleme? Muss ich drüber nachdenken? Nein.
Gut, ich möchte etwas eher Entlegenes vorstellen und das Buch eines, das ist das Buch eines jungen Autors. Es ist auch das Buch eines toten Autors. Es ist ein Autor, der die letzten 10 Jahre seines Lebens im Bett krank liegend verbracht hat. Max Blecher, ein rumänischer Jude, geboren 1909, gestorben 1938, hat also ein ganz kurzes Leben gehabt. Er ist Ende der 1920er Jahre zum Medizinstudium nach Paris gegangen, ist dort an Knochentuberkulose erkrankt und hat dann eben das letzte Lebensjahrzehnt im Bett gelegen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 10 Jahre liegend im Bett, 10 Jahre die Welt aus der Horizontalen, das ist wie Heinrich Heine in seiner Matratzengruft, der hat ja auch die letzten Jahre im Bett gelegen. Ja, und Blecher hat geschrieben während dieser Liegezeit, 2 Romane, Lyrik, Essays, Notizen. Er hatte auch Erfolg zu Lebzeiten, er ist publiziert worden, ist dann allerdings nach seinem frühen Tod, natürlich auch im Kontext des Dritten Reiches, nach 38 schnell einmal vergessen worden. Heute allerdings ist er in Rumänien, zumindest in intellektuellen Kreisen, wieder sehr bekannt. Sein erster Roman ist auf Deutsch 1990 erschienen, wenig beachtet worden, und jetzt ist der zweite da mit dem schönen Titel Vernarbte Herzen. Der Protagonist heißt Emmanuel, er ist wie Blecher damals Student in Paris und auch er erkrankt wie Blecher damals an Knochentuberkulose, das heißt seine autobiografische Erzählanlage. Knochentuberkulose übrigens, das ist eine Infektion der Knochen, die heute mit Antibiotika behandelt wird, aber damals, als das Buch publiziert wurde, 1937, gab es noch keine Antibiotika. Emmanuel hat einen kaputten Rückenwirbel. Er wird eingeliefert in ein Sanatorium in die Stadt Berg, das ist eine Stadt an der Atlantikküste, gegenüber von Südengland. Und da wird zunächst mal sein Oberkörper eingegipst. Und zwar sowohl die Brustseite als auch die Rückseite wird also rundherum eingegipst zur Ruhigstellung. Und in diesem Gips verbringt er 1 Jahr. Die ganze Stadt ist eine Sanatoriumstadt, eine Stadt voller Tuberkulosekranker, voller Eingegipster. Die liegen alle auf fahrbaren Untersätzen, auf rollenden Matratzen werden sie in der Stadt herumgeschoben, werden spazieren gefahren. Sie liegen auch auf ihren rollenden Matratzen im Speisesaal, längs den Tischen nebeneinander. Ja, und Blecher erzählt. Er erzählt von nächtlichen Partys auf den Zimmern. Er erzählt von ereignisreichen Ausfahrten. Er erzählt von anderen Patienten und von Solange. Es gibt auch eine Liebesgeschichte. Emmanuel verliebt sich in eine Ex-Kranke, Solange. Allerdings ist das eine Liebe, die geht nicht sehr weit. Die geht nicht sehr weit physisch, wegen dem Gips. Sie geht aber auch psychisch nicht sehr weit. Das heißt schon bald einmal, dass Emmanuel die immer gleichen Liebkosungen satt habe. Nach einem Jahr dann kommt der Gips ab, aber Emmanuel ist nicht geheilt. Jetzt, wenn die Frage auf dem Tisch liegt, warum sollen wir heute diesen Text von 1937 nochmal wiederlesen, dann würde ich sagen, weil er medizingeschichtlich so interessant ist. Wir sind ständig konfrontiert auf sehr, sehr anschauliche Weise mit früheren Behandlungsmethoden. Wir sehen, wie da geröntgt wird mit Apparaten, die aus heutiger Sicht natürlich uralt sind, total, total veraltet. Wie sehen wir, wie Abszesse punktiert, wie Eiter abgesogen wird. Sehr, sehr anschaulich. Das ist teilweise verkaufsfördernd, was ziemlich, du ziemlich zu anschaulich. Gut, und das andere, was mich sehr einnimmt, es ist im Rahmen der literaturgeschichtlichen Tradition von Krankheitstexten, finde ich, dass dieser Roman etwas sehr, sehr Autonomes darstellt. Mich nimmt vor allem ein die Art und Weise, wie dieser junge Rumäne Wahrnehmung und Zustände beschreibt, wie das Liegen beschreibt, das Abfallen des Körpers vom Leben, den Abfallkörper. Er macht das mit einer ungeheuren Schärfe, er hat eine solche Schärfe im Blick, in der Wahrnehmung und in der Sprache. Ich finde das literarisch, allein literarisch, sehr, sehr bemerkenswert. Wobei, Anschlussfrage, ich nicht sicher bin, ob ich geraten hätte, dass der Text 37 geschrieben ist, wenn es nicht um diese medizinischen Dinge gegangen wäre. Ich finde den Text zeitlos in der Art, wie er geschrieben ist. Wenn mir jemand gesagt hätte, vor 10 Jahren geschrieben, ich hätte es geglaubt. Aber das Zeitlose heißt auch, dass man in der Krankheit so eingesperrt ist, dass die Außenwelt wegfällt. Man kommt nie auf die Idee, 30er Jahre, weiß man ja, was da passierte. Und auch in Frankreich passierte nichts. Mhm. Also es ist ein Ghetto, die Krankheit. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dieses Buch gewählt hast, muss ich sagen. Weil wir sind ja im Allgemeinen ziemlich ignorant gegenüber osteuropäischen Autoren. Und gerade Rumänien, da kennt man noch die, die in den Westen gingen. Da kennt man natürlich Ionescu und Cioran und Eliade und sowas. Aber die, die dort geblieben sind, überhaupt nicht. Und einer der größten für mich, jetzt nenne ich einen anderen, weil er dort vorkommt, das ist der Michael Sebastian mit seinem Tagebuch, ein jüdischer Autor, der bis 1945 ein Tagebuch geführt hat, den Krieg überlebt hat und alles aber dann von einem Lastwagen überfahren wurde.
Der Michael Sebastian, das ist auf Deutsch erschienen, ist fast untergegangen. Aber der hat den Blecher mehrfach besucht in seinen letzten 2 Jahren. Und die Beschreibungen von Blechers Elend, aber wie er das getragen hat, alles, da sieht man, dass es nicht nur ein großartiger Autor war, sondern ein großartiger Mensch. Das merkt man da sofort. Also ich war wirklich sehr froh, dass du es gewählt hast. Ich finde noch, es war eben, ich schließe mich Peter Hamm sofort an, ich war sehr froh, dass das Buch gewählt wurde. Ich hatte eben noch eine stoffliche Ergänzung vielleicht zu machen. Und zwar von den meisten Büchern, die mir in Erinnerung sind, die Krankheitsgeschichten beschreiben, wird die Krankheit zur Person und wird gewissermaßen Geschichte. In diesem Buch interessiert er sich vor allen Dingen für die Gesellschaft der Kranken. Das heißt, er humanisiert die Krankheit auf einer ganz anderen Ebene. Es ist plötzlich die Veränderung innerhalb von Liebespaaren, von kleinen Gruppen, von Bedürfnissen. Es gibt groteske Szenen, in denen 2 Leute einen Koitus machen in Gips und tatsächlich sich fragen, geht das? Und es zu einer praktischen Übung wird. Die werden auch gewissermaßen grausamer im Umgang miteinander, weil man merkt, dass sie keine Rührung mehr haben, denn sie sind selber Leidende. Und das ist natürlich auch die Rührungslosigkeit des Autors selber, der hier aus dieser Perspektive schreiben kann. Das, man muss immer an den Zauberberg denken, fand ich, und ja, das verhält sich wie eine Entästhetisierung eigentlich im Vergleich zum... Ja, eben, genau, das, den Unterschied meinte ich. Ich meine, das muss man auch sagen, dieser Text bekommt natürlich seine Dignität darüber, dass man weiß, dass das alles erlitten ist, und die Glaubhaftigkeit wird auch in der Sprache, also deutlich in dieser Beschreibung, dieser genauen Beschreibung, wie diese Kranken miteinander umgehen. Das ist ja, ich meine, das Darunterliegende ist doch, wie sehr definiert wird, was Gesundheit ist, von diesen Grenzfällen, was Krankheit wieder ist und Krankheit wieder der Grenzfall zum Tode hin ist. Nicht? Und ich finde, das ist also wirklich mit einer großen Intensität geschrieben. Also, ich will nur einen Einwand machen, das Merkwürdige und Eigentümliche ist, dass irgendwann ab Seite 142, habe ich mir aufgeschrieben, beginnt etwas, was diese wirklich geschlossene Gesellschaft, die sich teilweise ja auf Liegen bewegen muss, die also im Gips versucht zu kopulieren, also da wird das, versucht er das aufzubrechen und da bekommt das etwas Unglaubwürdiges für mich. Und zwar da in dem Moment, wo der in diese Dünen hineingeht. Ich verstehe schon, das ist so ein Moment der Freiheit und der Utopie. Da kommt er in die Dünen und dann beginnt auch in der Sprache etwas, was man belegen kann, was vorher nicht ist. Dann wird plötzlich immer, also sehr attributiv bestimmt, es werden immer Adjektive gemacht, also sie lachte amüsiert oder... Also ich will das gar nicht runtermachen. Ich sage, bis 142 oder 143 ist das ein großartiges Buch. Und dann bekommt das tatsächlich so... Entschuldigung, wenn ich noch mal da auf eine Beziehung komme. Ich finde ja diese Beziehung zu dieser Frau Solange, das finde ich ja schier unerträglich, weil, lassen Sie mich das kurz sagen, weil nämlich vom Autor selbst nicht deutlich gemacht wird, was diese Frau dazu verführt, also sich auch selbst also wie ein Hund zu bezeichnen, die vor ihm wacht, ja. Ja, kommt vor. Kommt vor. Also das ist, wenn solche Obsessionen gibt es, und das ist das Tolle, das ist Gegenstand von Literatur. Literatur soll auch mit Obsessionen sich beschäftigen, weil, wenn nicht Literatur kann das und soll das. Und die sollen auch nicht erklärt werden, aber dargestellt werden, auch in ihrer Verzwicktheit. Aber da kommen dann plötzlich diese sehr verknappten Sachen, also meinetwegen unsagbar inaktuell. Vielleicht ist es ein Fehler der Übersetzung, das kann ich nicht entscheiden, ich kann nicht rummachen. Oder ich sagte schon, lachte amüsiert. Und so weiter und so fort. Also da wird plötzlich auch die Sprache brüchig. Und ich erkläre mir das so, dass da wirklich etwas von ihm ausfantasiert wird, was auch gar nicht abgedeckt ist von eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, also zur Übersetzung vielleicht ganz kurz, das Buch ist übersetzt von Ernest Wichner, das ist der gegenwärtige Leiter des Literaturhauses in Berlin. Ich kann natürlich auch kein Rumänisch, kann es so nicht beurteilen, ich finde aber von der Sprachoberfläche her gesehen, finde ich das eine wunderbare Übersetzung. Zur Sprache der Liebe, das ist also, was mich fasziniert an der Sprache der Liebe, an diesem Buch, ich will nur, ich kann auch was vorlesen. Es heißt zum Beispiel, es ist eine bedachte und gemächliche Liebe oder ihre zarte Haut langweilte ihn oder sie umarmten sich ohne Enthusiasmus. Also es ist eine Sprache der Liebe, der das Pathos ausgetrieben ist. Das entspricht ja dem Gips. Und das ist etwas, was ich
was ich ganz faszinierend finde. Und es ist überhaupt diese Austreibung des Pathos. Ich meine, das ist dieser ganz verrückte Widerspruch. Sie sagten es ja, er hat es erlitten, aber es ist ein Text ohne jegliche Klage, ohne Verzweiflung. Er schreibt eigentlich, das haben Sie ja eigentlich auch jetzt angedeutet, als wäre es quasi nicht authentisch. Und das ist ja eigentlich dieser starke Reibungspunkt. Und er sucht ja nach Einsamkeit, er ist ein Verrückter, er will nur Einsamkeit. Es ist ständig die Rede von seinem Hang nach Alleinsein, von seinem Durst nach Einsamkeit. Und ich meine zu sehen in dem Text, dass er genau durch diese Einsamkeit die Schärfe kriegt. Also man kann ja ein Vorschlag zur Güte doch im Sinne von Uwe Timm. Ich hatte das Gefühl, dass schon so etwas wie ein innerer Fragmentarismus in dem Text ist. Das heißt, er gibt bestimmte Linien, legt er aus und er bricht sie ab. Zum Beispiel der von Ihnen genannte Umzug, der geht ja nicht nur in die Dünen, sondern der sucht eine andere Herberge dort. Da ist eine Frau, die ihn eigentlich nicht aufnehmen will, die ihn aber dann schließlich doch aufnimmt, eine alte Dame. Er wohnt da offenbar eine Weile, flieht damit auch Solange und die andere von ihm inzwischen fast libidinös Abhängige. Und dann verlässt er diese alte Frau wieder und wir erfahren nicht warum, wir erfahren auch nicht mit welchen Worten, sondern es geschieht. Doch, weil sein Gips abgenommen wird. Ja, gut, aber ich meine, wir denken an einen Mensch, der sich fast wieder bewegen kann. Von seiner Seite aus, aber wir erfahren nichts über die Abschiedsszene. Wir erfahren nicht, wie die alte Frau, die sich nun durchgerungen hat, ihn aufzunehmen, darauf reagiert. Ja. Und ich hatte den Eindruck, er verliert das Interesse an dieser Erzähllinie und bricht sie ab. Das ist auch kein Makel, aber es ist eine formale Eigenschaft des Textes, dass er dann und wann mit den Geschichten ein bisschen auch mit der Geschwindigkeit oder der Ungeduld des Kranken umgeht. Ich will noch was anderes sagen. Du hast es nur erwähnt, dieses erste Buch von ihm. Das ist nämlich schon 1990 tatsächlich in einem kleinen Berliner Verlag erschienen und später hat es die Bibliothek Suhrkamp auch gemacht, das heißt aus der unmittelbaren Unwirklichkeit. Und das scheint mir in dem Maße ein bedeutenderes Buch als Vernarbte Herzen, weil das Vernarbte Herzen wird zu sehr von einem einzigen Stoff dominiert. Und das ist die Krankheit. Das kreist immer darum. Während hier macht er wirklich die unglaublichsten Ausflüge in diesem ersten Buch. Also das ist das, was der Hermann Lenz neben draußen nennt. Er sieht alles. Es ist ein Buch der Wahrnehmung. Und das ein viel mehr sofort überzeugt, dass das ein ganz großer Schriftsteller war, als dieses Buch, wo man, wie Tim mit Recht sagt, natürlich immer an sein Schicksal mitdenkt. Ja. Also da würde ich dir auch recht geben. Ich glaube, dass der erste Roman ist im literarischen Sinne viel radikaler, der zweite ist aber viel lesbarer, weil er eben eine Geschichte hat, auch wenn sie ihre Stränge, wenn es da abgesprochene Stränge geben mag. Im Sinne der Austreibung des Sentimentalen finde ich, der Titel ist das Schlechteste an dem Buch. Denn Vernarbte Herzen ist eine Sache, die finde ich fast kitschig. Popschlager verdächtig. Und mein Herz ist so vernarbt, also das hätte ich ihm nicht durchgehen lassen. Und im Original ist es auch so, ich habe mich erkundigt. Es ist eine wörtliche Übersetzung, also das sei dem Übersetzer nicht angedacht. Findet ihr nicht? Es gibt die Herleitung, von dem Gewebe, dass das von dem vernarbten Gewebe hergeleitet ist. Gerade weil es so unsentimental ist eigentlich. Ja, Ich komme wieder auf längst vergangene Figur, die natürlich einem dazu einfallen kann, nämlich Novalis, der schon dieses Wollust und Krankheit als Geschwister gesehen hat. Und das ist hier ganz stark. Die Sexualität ist natürlich, die zeigt viel schärfer noch die Dimension der Krankheit. Und auch, das ist ja nicht einfach dann nur Überdruss, sondern da kommt immer die Krankheit. Irgendwann sagt er ihr ja dann auch, siehst du denn nicht, dass ich ein Krüppel bin? Einmal spricht er es wirklich aus. Und deshalb natürlich ich finde es auch, dass das eine Konstruktion ist, dass er da in dieses Haus dieser Frau geht. Aber es ist eine Wunschkonstruktion, ein Buch darf das doch haben. Würde man sich wünschen, dass das nochmal reflektiert wird vom Autor. Und das ist nicht der Fall. Nicht? Da wird das plötzlich hektisch und schnell. Aber wie gesagt, es ist Seite 143. Wunderbar. Also ein sehr und wir waren dir ja schon dankbar. Und unsere Dankbarkeit ist nur noch zu steigern, wenn du uns jetzt noch einen Tipp sagst. Sofort? Bitte. Sofort. Ich empfehle von Yvette Zkracken. Den Roman war ja unter Eis. Yvette Zkracken, das ist die große alte Dame der Literatur der Romandie. Sie publiziert seit den 1940er Jahren, ist bekannt dafür, dass sie früh schon die Rolle der Schweiz im Kontext des Dritten Reiches kritisiert hat. Yvette Zkracken ist heute 86 Jahre alt, lebt in der Nähe bei Genf. Weiher unter Eis ist ihr jüngster Roman, vor 3 Jahren auf Französisch erschien, jetzt auf Deutsch. Er spielt im September 1933. Die Szene, die 13-jährige Agnès ist zu Besuch bei einem Großonkel, verbringt dort einige Tage und ebenfalls da zu Besuch ist Attilio, ein Student aus Italien, etwa 10 Jahre älter als sie.
Und Agnès beginnt, wie könnte es anders sein, für Attilio zu schwärmen. Die beiden kommen sich näher, sie hören zusammen Chansons auf dem Zimmer. Agnès klettert auf einen Baum, Attilio ihr hinterher, er streichelt ihre Wade. Da dachte ich, jetzt wird es ein bisschen kitschig. Und gerade als ich das so dachte, gibt es im Text Ereignisse, die sind gar nicht kitschig. Es kommt zu Gewaltakten, es gibt einen Selbstmord. Es ist ein zarter, aber auch harter Roman, ein Roman über Prägung, die man ein Leben lang nicht los wird. Yvette Zkracken war ihr unter Eis, erschien in einem Verlag, der sich sehr engagiert für französischsprachige Literatur aus der Schweiz, erschien im Lenos Verlag. Mhm. Uwe Timm. Ich empfehle eine Biografie über Gottfried Benn, geschrieben von Gunnar Decker, erschien im Aufbau Verlag mit dem Untertitel Genie und Barbar. Ich hätte fast gesagt, Genie und Spießer wäre auch nicht schlecht. Denn das Erstaunliche ist an dieser Biografie, die der Decker geschrieben hat, mit welcher Intensität er sich mit diesem Leben Benns beschäftigt hat. Und es ist auch das erstaunlich, er hat es gewagt, im historischen Präsens zu schreiben, was mutig ist. Also er hat nicht einen Imperfekt genommen, nicht, sondern es ist im Präsens geschrieben. Nicht? Also da kommt die Figur sehr nahe. Und dieses Unerklärliche, Unverständliche an dem Ben, der so wunderbare Gedichte schreiben konnte, auf der anderen Seite aber wahnsinnig piefig und merkwürdig auch in unserem Verhalten zu Frauen, also zu, ganz zu schweigen von dieser Nazi-Vergangenheit, also diesem diesen 2 Jahren, die ihn dann nun wirklich ganz nahe, also 33 der Nazis gebracht hat. All das versucht dieser Decker zu verstehen mit einer wirklichen Intensität, die ich hochinteressant fand, weil ich etwas erfahren habe über Ben, ohne dass diese Widersprüche aufgelöst würden, und weil ich etwas erfahren habe über Geschichte und Geistesgeschichte. Also ich empfehle das sehr. Ich empfehle als Ergänzung zu unserer Claude-Simon-Diskussion ein Buch von Rolf Vollmann, das heißt Akazie und Orion, Streifzüge durch die Romanlandschaften Claude Simons. Ein ganz tolles Buch. Vielleicht erinnern sich manche an diese, er hat bei Enzensberg in der anderen Bibliothek hat er 2 Bände rausgegeben, die heißen Die wunderbaren Falschmünzer, ein Romanverführer. Das sind auch ganz wunderbare Bücher und vielleicht lesen manche Leute auch Kritiken von ihm in der Zeit. Er gehört zu meinen Lieblingskritikern schon deshalb, weil er eigentlich ganz wenig Kritiker ist und vor allem Erzähler. Er redet über Bücher oder plaudert über Bücher und er schwärmt von Büchern, so wie man vielleicht von einer tollen Frau schwärmt. Und das merkt man auch hier in diesem Buch, das kann man nachprüfen. Das ist überhaupt keine trockene Abhandlung über Claude Simon, um Gottes Willen, sondern er hat ein Stichwortregister von A bis Z. Unter diesem Stichwortregister kommen also Begriffe, Orte, alle möglichen Dinge, Szenen, die dem Claude Simon wichtig sind. Und da kommt dann immer auch erst, was er dazu zu sagen hat. Und das ist immer leicht geschrieben. Und dann kommen große Auszüge von Claude Simon, sodass man mit diesem Buch auch eine wirkliche Claude Simon-Anthologie in Händen hat. Also das ist schon mit das Beste. Ich will ganz wenige von diesen Du guckst so, ich nenne nichts. Ich nenne nichts. Aber wir verstehen uns blind. Ja, aber jeder Autor würde sich so einen schwärmerischen Liebhaber wie den Rolf Vollmann wünschen, aber leider gibt es ihn nur einmal. Und jeder würde sich einen solchen guten Besprecher wie dich wünschen, wenn man Vollmann wäre. Lieber Peter Hamm, das Buch, was ich empfehle, ist, und wirklich nur der Zeit ist es geschuldet, dass ich jetzt hetze, es ist das des Autors Frank Schulz, der den 3. Band einer Trilogie vorgelegt hat. Und ich empfehle dieses Buch nicht nur, weil Sommer ist und weil ich finde, dass man es blendend mitnehmen kann. Es ist ein umfangreiches, äußerst amüsantes, sehr gegenwärtiges, sehr der bundesrepublikanischen Geschichte geschuldetes Buch. Eigentlich der 3. Teil einer Anthologie, einer Trilogie, die anfing mit Kolks Blonde Bräute, dann mit Morbus von Ticcoli, diesem überall hymnisch besprochenen und wie ich finde immer noch einem der wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartsbücher, 2. Teil und diesem 3. Teil, der eben auch alleine zu lesen ist. Wunderbar hat Gerhard Henschel gesagt, so hätte Arno Schmidt geschrieben, wenn er nicht bekloppt gewesen wäre. Und ich kann es nur bestätigen, hier geht der Held eben irgendwann nach einer schwer durchlittenen Leidensgeschichte und nach einem schweren Alkoholkonsum und im Abusus geht er nach Griechenland, gewissermaßen eine Geschichte der Reise in die Innerlichkeit, um sich dort von all seinen
Sünden zu läutern und gewissermaßen zu klarem Leben zurückzufinden. Das ereilt ihn aber da natürlich wieder und es zerstört letztlich zahlreiche Illusionen, auch die, der Mann sei so, wie er sich gerne sähe. Das Ganze ist idiomatisch so dicht am gegenwartssprachlichen Deutschland heran, an dem, was die Szene dieser alt gewordenen 68er und so weiter heute ausmacht, gerade in ihrer Unbeholfenheit mit Innerlichkeit umzugehen, dass es wärmstens empfohlen sei, der Autor hat eine schwierige Lebensgeschichte, weil sein Verlag pleite ging im Augenblick, als er diesen zweiten Band fertig hatte, an dem er 5 Jahre gearbeitet hatte. Deshalb sei ihm nicht nur all das große Lob, das er vom Feuilleton bekommt, herzlich gegönnt, sondern auch großer Erfolg mit dem Buch. Meine Damen und Herren, das war es in diesem Augenblick erstmal für diese Sendung. Dann muss ich Ihnen sagen, es war meine letzte Sendung. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der warmen Aufnahme, die ich speziell in der Schweiz bekommen habe, besonders bei der Redaktion Andrea Christner und Christine Korthals. Natürlich bei allen Mitstreitern, die an dieser Sendung mitgewirkt haben und die sie zu dem gemacht haben, was sie ist. Ich bin heilfroh, dass sie in die besten Hände gelegt wird, die wir überhaupt buchen konnten. Das sind die Hände von Iris Radisch, die da schon sitzt und gleich fortsetzen wird. Iris Radisch, Feuilleton-Chefin, wie Sie wissen, derzeit sehr geübt im Vermitteln von Büchern im Fernsehen, vor allen Dingen das mit nicht nur Esprit und Intelligenz, Sachverstand natürlich sowieso, sondern auch mit Humor machend und mit viel Temperament, wie Sie sehen werden. Und alles Gute Iris Radisch dafür. Und jetzt muss ich aber sagen, viel wichtiger ist, dass der Mann, der neben ihr sitzt, ebenfalls mit dieser Sendung seinen Abschied nimmt. Er hat seit 16 Jahren diesen Literaturclub betreut. Ich halte ihn für den Erfinder des Farbfernsehens in der Schweiz, was er aber nicht zugibt. Und Urli Heiniger hat dieser Sendung das Gesicht gegeben, das wir nur gewissermaßen geliehen haben. Aber es ist eigentlich im Wesentlichen das Ideengefäß von dem gewesen, was Urli Heiniger richtig fand. Seine Leidenschaft für Literatur, seine Leidenschaft für den freien Geist und für die freie Meinungsäußerung haben sich auch, glaube ich, in dieser Sendung und in der Art, wie sie geführt worden ist, immer gezeigt. Urli, alles von Herzen, alles Gute vom gesamten Team und von uns. Und damit, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Uwe Timm, Corinna Kaduff, Peter Hamm und auf ein Wiedersehen, wo auch immer, wie auch immer. Tschüss.